Wir machen jetzt die strukturierte Untersuchung nach A, B, C, D, E und fangen mit A an. Machen Sie mal den Mund auf und wenn es geht, die Zunge rausstrecken. A ist frei, wir haben kein A-Problem. Kein A-Problem. A steht für Atemweg. Lassen Sie den Patienten den Mund öffnen und gegebenenfalls die Zunge herausstrecken. Oder öffnen Sie den Mund bei bewusstlosen Patienten, um den Mund-Rachenraum zu inspizieren. Achten Sie auf auffällige Atemgeräusche, wie zum Beispiel einen inspiratorischen Stridor oder Fremdkörper im oberen Atemweg. Der Atemweg ist frei, kein A-Problem wird laut und deutlich im Team kommuniziert und zum nächsten Punkt übergegangen. Willkommen zu B. Magst du einmal bitte die Sättigung ranmachen? Sättigung kommt. Mach den Oberkörper frei. Atemfrequenz wird ausgezählt und ich habe eine Atemfrequenz von 14. Sättigung ist dran. Sättigung ist 97. Sättigung ist 97. Holen Sie noch mal schön tief Luft. Super, danke. Und noch mal. Vesikuläre Atemgeräusche beidseits. Wir haben kein B-Problem. Kein B-Problem. B steht für Belüftung der Lungen. Schließen Sie den Sättigungssensor an. Dies wird in der Regel durch eine Pflegekraft übernommen. Sagen Sie den Sättigungswert laut und deutlich an. Idealerweise wird der Wert vom Teampartner wiederholt. Machen Sie den Oberkörper frei, prüfen Sie auf seitengleiche Thorax-Exkursion, erheben Sie die Atemfrequenz und sagen diese laut an. Nun erfolgt die Auskultation des Thorax über allen Quadranten und die Beurteilung der Atemgeräusche. Liegen keine Auffälligkeiten vor, kommunizieren Sie laut und deutlich, kein B-Problem und gehen zum nächsten Punkt über. Wir kommen jetzt zu C. Magst du einmal das EKG bitte ranmachen? EKG kommt. Ich taste den Puls. Puls ist gut und kräftig tastbar. Ich mache die Recap. Recap liegt dabei 2 Sekunden. Ich gehe nochmal auf die andere Seite rüber. Puls ist auch hier gut und kräftig tastbar. EKG ist dran. EKG Herzfrequenz ist 82. Okay. Wir haben einen Sinusrhythmus. Gut, dann machst du bitte noch einmal einen Blutdruck. Blutdruck kommt. Der Blutdruck läuft. Super. Blutdruck ist 130 zu 80. Okay. Aktuell kein C-Problem. Kein C-Problem. C steht für Zirkulation, also den Kreislauf. Schließen Sie das EKG und die Blutdruckmanschette an. Auch dies wird in aller Regel durch die Pflege übernommen. Tasten Sie in dieser Zeit die Pulse, bewerten Sie die Herzfrequenz und die Pulsqualität auf beiden Seiten und prüfen Sie die Rekapillarisierungszeit. Diese sollte unter 2 Sekunden liegen. Beurteilen Sie nun das EKG und den Blutdruck und sagen Sie die entsprechenden Befunde laut an. Liegen keine Auffälligkeiten vor, kommunizieren Sie laut und deutlich, kein C-Problem und gehen zum nächsten Punkt über. Wir kommen jetzt zu D. Patient ist wach und ansprechbar. GCS ist 15. Ich leuchte nochmal in die Pupillen. Pupillen sind mittelweit, lichtreagibel und isochor. Wir machen jetzt nochmal den FAST-Test. Irgendwelche Auffälligkeiten im Gesicht? Keine Auffälligkeiten im Gesicht. Ich hebe mal die Arme des Patienten hoch. Genau. Arme können gehalten werden. Patient spricht mit mir. Na, kann Sätze ganz normal wiederholen, deswegen FAST ist negativ. Magst du bitte noch mal ein BZ machen? BZ kommt. Genau. So, nicht erschrecken, das piekt einmal. BZ ist 95. BZ ist 95. Somit haben wir auch kein D-Problem. Also kein D-Problem. Kein D-Problem. D steht für Defizit und bezieht sich also vor allem auf neurologische Krankheitsbilder. Erheben Sie zunächst die Glasgow Coma Scale und führen Sie in der Folge den FAST-Test durch. Dabei wird das Gesicht, F wie Face, des Patienten inspiziert. Gegebenenfalls wird der Patient gebeten, die Wangen aufzupusten, um eine Seitendifferenz festzustellen. Der Patient soll nun beide Arme, A wie Arms, vor sich ausstrecken. Auch hier wird auf Seitendifferenzen oder Paresen geachtet. Die Sprache, S wie Speech, kann anhand von einfachen Fragen geprüft werden.
T steht für Time und beschreibt die Zeit seit dem ersten Auftreten der Symptome. Überprüfen Sie die Pupillen auf Lichtreaktion und Seitendifferenzen und bestimmen Sie den Blutzucker. Liegen keine Auffälligkeiten vor, kommunizieren Sie kein D-Problem und gehen zum nächsten Punkt über. Jetzt kommen wir zu E. Wir entkleiden dafür den Patienten vollständig. Und magst du bitte noch einmal eine Temperatur machen? Temperatur kommt. So. Okay, gucken einmal nach geschwollenen Lymphknoten. Keine Auffälligkeiten. Thorax sieht unauffällig aus. Abdomen ist auch weich. Keine Schmerzen oder ähnliches. Tasten hier keine Auffälligkeiten, keine Ödeme oder ähnliches. Keine Hämatome. Temperatur ist 36,8. 36,8 Temperatur. Wir haben kein E-Problem. Kein E-Problem. Keine Allergien vorbestehend und der Patient nimmt auch keine Medikamente. Okay. E steht für die erweiterte Untersuchung. Entkleiden Sie den Patienten und führen Sie eine orientierende Ganzkörperuntersuchung durch. Messen Sie die Körpertemperatur und erheben Sie die Anamnese. Liegen keine Auffälligkeiten vor, kommunizieren Sie kein E-Problem. Damit ist die Untersuchung von Notfallpatienten abgeschlossen.